Guten Morgen. Ja, weiter geht's. Tag 6 mit der Manifestations-Challenge. Ja, ich bin noch in meinem Pyjama und habe noch meinen Kaffee hier und bin heute ein bisschen später dran. Es ist ja Sonntag, obwohl es ja eigentlich überhaupt nichts ausmacht, welcher Tag es ist, oder? Aber trotzdem ist es doch schön, so ein bisschen Sonntagsfeeling zu haben. Jetzt schaue ich gerade noch, ob ich mich jetzt hier schon sehe online, wo ich denn bin. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Hier geht es um Manifestation. Wir haben schon 5 Tage Challenge hinter uns. Das heißt, eine Herausforderung, uns selber gegenüber dran zu bleiben und die Dinge zu fokussieren, unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was wir gerne möchten. Und jetzt ist der Tag 6 hier eingetreten und wir fokussieren uns wieder auf einen Wunsch. Für die, die zum ersten Mal da sind, es geht darum, dass ihr etwas habt, etwas in eurem Herzen tragt, einen Wunsch habt, den ihr gerne in der Realität sehen möchtet. Und in dieser Challenge, hallo, guten Morgen, Angelika, meine liebe Nachbarin, schön, dich zu sehen. Ja, eben, und nehmt jetzt diesen Wunsch heraus, der wirklich für euch wichtig ist, aber nicht so wichtig ist, dass ihr irgendwo noch das Gefühl habt, oh mein Gott, wenn das nicht kommt, dann hat es schlimme Konsequenzen. Wenn mein Wunsch nicht eintritt, dann komme ich damit irgendwie nicht klar. Es passiert was Schlimmes. Weil etwas ganz Wichtiges ist, guten Morgen Ariane, etwas ganz Wichtiges ist, egal worauf wir uns fokussieren, was wir gerne manifestieren wollen, was wir gerne in unsere Realität bringen wollen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir vor allem nicht die Angst, das ist jetzt ein ganz, ganz großes Thema, dass wir nicht die Angst dazwischen bringen, dass wir nicht irgendwo aus der Angst heraus ein Untergefühl haben und das uns irgendwie sagt, ja, klappt vielleicht nicht, oh mein Gott, wie kann das klappen, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal heute einen riesengroßen Wunsch. 1 Million Euro, ja, 1 Million Euro, wer will das von euch nicht? Das wollen wir alle irgendwo. Auch die Menschen, die sich das nicht erlauben zuzugestehen. Aber ich bin mir sicher, es gibt keinen da draußen, der nicht gerne 1 Million Euro zur Verfügung hätte. Der nicht gerne ein permanentes Einkommen hätte von 1 Million Euro pro Jahr und mehr. Leider gibt es, leider gibt es immer wieder noch Leute, die einfach Geld verteufeln, die alles Mögliche erfinden, damit sie nicht zugeben müssen, ja, ich möchte eigentlich schon gerne 1 Million Euro. Und ich möchte es kurz für euch bereinigen, 1 Million Euro steht nicht für 1 Million Euro, 1 Million Euro ist ein Symbol für Freiheit. 1 Million Euro ist ein Symbol für großes, freies, schönes, glückliches, ja, uneingeschränktes. Ja, und deswegen, wer will das nicht? Wer will nicht ein Leben haben, das sich anfühlt wie 1 Million Euro? Ja, das will jeder. Und der Witz daran ist, solange wir nicht erkennen, um was es uns eigentlich wirklich geht, sind wir nicht in der Lage, unsere auch kleineren Wünsche, die vielleicht nicht 1 Million sind, sondern 1 Euro, kann ich mir gut vorstellen, 1 Euro für mich finde ich irgendwo, 10 Euro kriege ich auch irgendwo her, 100 Euro, ja, könnte ich mir auch noch vorstellen. 1000 Euro, dass die jetzt irgendwo ausgezahlt werden, könnte ich mir auch noch vorstellen. 10.000 Euro. Morgen! 10.000 Euro.
Ja, wird es schon schwierig, oder? 10.000 Euro, wo soll ich die jetzt herkriegen? Gerade in dieser jetzigen Situation. Aber es wäre ja so wichtig. Jetzt gehen wir weiter. 100.000 Euro. Wir machen eigentlich nur eine Null dran und wir merken, wie sich unsere Energie verändert im Vergleich zu dieser Vorstellung. Ja? Aber ich habe das Thema heute gesetzt, habe gesagt, Quantenmanifestation. Ja? Quanten, was sind Quanten? Was ist Quantenphysik? Da geht es darum, dass wir mit einem unendlichen Raum an Möglichkeiten arbeiten. Die Quantenphysik sagt, wir haben Zugang zu einem Raum der unendlichen Möglichkeiten. Und aus diesem Raum der unendlichen Möglichkeiten können wir unendlich viele Möglichkeiten auswählen. Auswählen, ja? Also nicht das oder das oder das oder das. Nein, wir können aus unendlich vielen Möglichkeiten, die da sind, auswählen. Die Voraussetzung ist, wir kommen in diesen Raum. Und in diesen Raum der unendlichen Möglichkeiten, diesen Zugriff zu haben, diese Verbindung zu haben mit diesem Raum, das ist die Voraussetzung. Und um diesen Zugriff zu haben, müssen wir so schwingen, wie dieser Raum. Ja? Und dieser Raum schwingt eben wie Unendlichkeit. Dieser Raum schwingt wie Schönheit, Freiheit, Freude, Glückseligkeit, Ekstase. All diese hohen Gefühle, die wir uns ganz, ganz selten und wenn ja, nur unter gewissen Voraussetzungen erlauben. Also müssen wir uns entscheiden. Möchte ich im Hier und Jetzt meine Energie, meine Schwingung durch das bestimmen lassen, was meine fünf Sinne sehen, was ich gerade mitkriege? Oder möchte ich meine fünf Sinne ausschalten, über meinen sechsten Sinn in dieses Quantenfeld, in den Raum der unendlichen Möglichkeiten eintreten? Und dort auswählen, wie ich es haben will. Auswählen, nicht, das will ich vielleicht und dann kann ich ja das nicht haben, aber so kann ich ja nicht und das. Nein, auswählen. Das ist eine neue Perspektive. Das sind Sachen, die kennst du gar nicht. In diesem Raum, wenn du dort eingetreten bist, wenn du in allerhöchster Schönheit, Freude, Begeisterung, aus keinem Grund, wenn das dein Grundzustand ist, dann kannst du dir aus diesem Quantenraum die Dinge auswählen, die zu dieser Schwingung dort passen. Und was passt zu dieser Schwingung dieses Quantenraumes? Da passt keine Angst. Da passt kein Zweifel, da passt auch keine Bedingung rein, wenn aber, sondern auswählen heißt, ich entscheide, ich will, ich entscheide, ich will. Da ist nichts anderes. Und so zu leben, das ist deine Power. Ich kann alles haben. Ja, vor allem, es geht ja nicht mal nur darum, alles zu haben, sondern es geht darum, alles zu generieren, alles zu kreieren. Weil diese Dinge, die du für dich kreierst und generierst, damit generierst du eine Welt, eine Quantenwelt, eine Quantenweltansicht. Ja? Und in dieser Quantenwelt herrschen ganz klare Gesetze. Und das sind die Gesetze der Energie, die Gesetze der Anziehung, die Gesetze der Manifestation. Es sind die spirituellen Gesetze. Und diese Gesetze, die setzen eben nichts voraus, außer dass du da bist, dass du aufschlägst in Quantum, dass du da bist, du sagst, ja, hallo, hier bin ich, Quantumwelt. Ich bin hier, ich bin da in höchstem Vertrauen, ich bin hier in höchster Energie und ich wähle
Alles, was dieser höchsten Energie der Liebe, der Begeisterung, der Freiheit, der Schönheit entspricht. Ich wähle. Ich wähle. Und da ist Geld auch drin, ja? Ich wähle viel Geld. Nicht, weil ich es mir erlauben kann, bla bla bla, sondern weißt du warum? Du wählst viel Geld, weil du damit viel Macht bekommst und weil du in Liebe, in Begeisterung, in Schönheit, in Vertrauen lebst und dir viel Geld zustehen sollte, weil du viel Gutes mit viel Geld machst. Ja? Und deswegen sollst du Quantum gehen und deswegen sollst du dir deine Millionen holen, deswegen sollst du dir deine Macht holen, weil du ein Mensch des Lichtes bist, weil nur Mensch, wenn du höchste Energie hast, kommst du in diese Quantenpower rein. Wenn du dein Herz öffnest, wenn du aus deinem Herzen heraus Quantum, kannst du nur Quantum gehen, du kannst nicht als aus Angst und Frust und Neid und Missgunst und ich halte alles zusammen und ich horde und ich hamstere, da gehst du nicht Quantum, da kannst du nicht in dieses Feld rein. Also, alle, die in diesem Feld rein, in dieses Feld reinkommen, weil sie ihr Herz öffnen, weil sie Energie erhöhen, weil sie ihre Power annehmen, die sollen Geld haben. Und das ist so wichtig, dass dir das jetzt wirklich klar wird und dass du nicht sagst, ja, ich will doch Gutes tun und ich bin für die anderen da und so weiter. Ja, genau. Und deswegen sollst du das Geld haben und nicht Menschen, die das Geld haben wollen, um es zu horden, um es für egoistische Geschichten einzustellen, um ihre Angst zu verringern. Ja, Geld, damit ich nicht so viel Angst haben muss. Aber wenn ich weiß, dass ich Quanten gehen kann und dort manifestieren kann, brauche ich null Angst zu haben. Da muss ich auch Geld nicht horden, sondern dann bringe ich viel Geld in Umlauf. Und dann sage ich, ja, ich habe so viel Geld verdient, weil je mehr Geld ich bekomme, desto mehr Geld bringe ich in diesen höchsten Schwingungen wieder weiter in Umlauf. Und das ist für mich die neue Welt. Und das ist für mich das, was jetzt passiert. Das ist genau das, was die Menschen jetzt lernen können und was die Menschen an Wahrheit verkünden können. Und deswegen all diese Ängste, die wir früher hatten, all diese Ängste, uns zu zeigen, all diese Ängste, wirklich unser Herz zu öffnen, die wahre Quantumenergie zu generieren und Quantum zu gehen, das ist jetzt neu, das ist anders, das verstehen die Menschen jetzt. Jetzt haben sie Zeit, ihre innere Arbeit zu machen, können Perspektiven ändern. Schau das Video von gestern an, Manifestationschallenge Tag 5. Und diese neuen Perspektiven werden die Angst auslöschen. Die werden den Menschen, die wirklich hier da sind, um Licht und Herz zu bringen, dort wird das Geld hinfließen. Und dann haben wir eine neue Welt, dann haben wir eine neue Wirtschaft. Und dann wird niemand mehr sagen, oh, ich kann Menschen heilen, aber ich darf kein Geld dafür kriegen. Heilung auf ganzer Quantenebene wird passieren, wenn wir Menschen mitnehmen, denen die Erlaubnis geben, in Quantum einzutreten, wenn wir helfen, die Angst zu nehmen vor einem unbekannten Feld mit Power und mit Liebe drin und den Menschen den Zugang dorthin ermöglichen. Und dann ist für jeden alles drin. Und dann kann jeder alles auswählen. Aber es braucht Übung, es braucht Arbeit, es braucht Klarheit. Und so wie wir das jetzt machen, ich weiß nicht, wie lange ich diese Challenge mache, aber ich komme jeden Morgen um 9 hier live. Ich mache alle meine Termine drumherum. 9 bis 9:30 Uhr bin ich hier live. Ich manifestiere die Zukunft für mich und für uns alle. Und ich möchte ganz, ganz viele Menschen mitnehmen. Online ist wichtig. Internet ist wichtig, die Angst ablegen ist wichtig. Wichtig ist zu wissen, wie wichtig man ist, wie wichtig das Wort ist, wie wichtig die Energie eines jedem Einzelnen ist, dass die übers Internet ins Außen getragen wird. Und ich spreche jeden hier an
und sage, verstecke dich bitte nicht mehr. Ich sage, komm raus privat mit deiner höchsten, schönsten, freudigsten Energie. Komm raus mit deinem Business. Dein Business ist ein Lichtbusiness, ein Business der Liebe, ein Business mit höchsten, schönsten Intentionen. Gleichzeitig darfst du dafür empfangen, 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 Freude, Liebe, alle anderen Symbole, die dazugehören, die hochschwingend sind. Und deswegen mache ich diesen Kurs. Ich sage es nochmal, heute ist noch Spezialpreis. Komm online, lerne die Tools, die wichtigen Tools. Lerne, was du damit machen kannst. Lerne, die Welt online zu beeinflussen mit deiner positiven Energie. Lerne, was du dazu brauchst. Du brauchst nicht viel, du brauchst ein bisschen technisches Wissen, das zeige ich dir. Aber das meiste ist, was du brauchst. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, dass du da bist mit einem Auftrag, die Energie der Welt zu verändern, die Message des Lebens zu verändern, die Message der Liebe, der Freude, der Unendlichkeit, diese Message rauszubringen. Und jeder, der noch seine Berufung hier sucht, ich habe sie für dich. Du bist hier und jetzt da, weil du das tun sollst. Weil du in dein Quanten, in dein heiliges Feld, in dein unendliches Feld, in dein positives Feld, in dein liebendes Feld einsteigen sollst, dich dort lernen wohlzufühlen und die anderen mitzunehmen. Und es gibt aus meiner Sicht keinen einzigen hier, der irgendetwas anderes tun soll. Weil nichts anderes macht Sinn, als dass wir alle Quanten gehen, dass wir alle in diese liebende Perfektion, die wir wirklich sind, einsteigen und die Nachricht verkünden mit Worten und sagen, du bist auch perfekt, du bist perfekt, du musst dich nicht verstecken, du hast was Wichtiges zu sagen, du hast ein großes Herz, du arbeitest aus deinem Herz raus, zeig dich, schau dich. Das ist meine Message für euch und die Tools könnt ihr mitnehmen, nächste Woche Dienstag geht es los, 4 Wochen lang, volles Rohr, so viel Zeit wie wir haben, werden wir transformieren, werden wir die Energie in uns transformieren und werden online gehen mit Business und wir werden in die Bereitschaft gehen, dafür entlohnt zu werden vom Leben mit schönen Sachen. Schönen Sachen, ich sage jetzt nicht Geld alleine, sondern schöne Erlebnisse, schöne Bekanntschaften, einfach nur das, wofür wir hier sind. Niemand ist hier, um zu leiden, um zu sterben. All das, was uns jetzt suggeriert wird, dafür sind wir nicht hier. Das passiert jetzt, damit wir uns shiften, damit wir neue Perspektiven kriegen, damit wir unsere wahre Berufung in uns fühlen, dass wir in die wahre Energie unseres Seins eintreten und aus der heraus denken, fühlen und handeln. Und nicht aus dem, was wir gerade im Außen sehen. Das Außen ist hinten nach. Und stell dir vor, die Zeit ist schon da, an dem Corona vorbei ist. Die gibt es schon im Quanten. Diese Möglichkeit, diese Realität, die ist schon im Quanten da. Du siehst sie nur nicht, wir sind hinten dran. Also schau jetzt dorthin, weil es wird kommen unweigerlich, dass wir hier wieder frei sein, dass wir ein anderes, neues Leben haben. Und ich möchte, dass ihr bereit seid dafür. Und ich möchte, dass ihr diese Zeit nützt, es vorzubereiten. Und ich möchte, dass ihr euch nicht mehr versteckt, sondern dass ihr rausgeht mit eurem Herz auf der Hand und sagt, es ist unlimitiert für jeden da. Jeder darf sein Herz öffnen, jeder darf in die Freude, in die Dankbarkeit und ins Vertrauen gehen. Es braucht euch. Also, wenn ihr Tools braucht, wie es geht online, wenn ihr Unterstützung braucht mit dem Mindset. Meine Facebook-Gruppe heißt Finde heraus, wer du wirklich bist. Werde gesund und dafür bezahlt oder entlohnt, du selbst zu sein. Und es gilt für alle. Ich glaube nicht für irgendjemand anderen ist es wichtig. Und finde heraus, wer du wirklich bist. Es ist nicht schwierig. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist auch nicht deine Zukunft, sondern du bist dein Herz und dein Herz ist rein und da reinzugehen und zu sehen, wie wunderschön du innerlich bist, dass du dich äußerlich so zeigst und präsentierst, online, vor allem online, weil die Menschen müssen sich sehen, die Lichtwesen wollen sich sehen, sie wollen sich vernetzen, sie wollen Liebe und Schönheit bringen und es geht nur, wenn die Menschen, die das Licht in sich tragen, es endlich rausbringen. Und deswegen habe ich diesen Kurs. Es ist ein Download auch für mich. Ich habe gefragt, was kann ich machen? Was ist mein Service? Jeder von euch kann das fragen, ja? Was ist mein Service?
was kann ich bringen, was kann ich gut, was möchte ich bringen, was ist jetzt für mich richtig rauszubringen. Und für mich war es dieser My Magic Online Live Kurs rauszubringen nächste Woche. Privat oder Business, online ist die Zukunft. Und vielleicht habe ich euch inspiriert, schaut auf meiner Seite mywellfeeling.com. Da seht ihr gleich mein Magic Online Live. Schaut euch den Kurs an, meldet euch an. Am Dienstag geht's los und wir starten. Und wir haben schon so viel erreicht. Nur 6 Tage Manifestations-Challenge. Und ich bin mega, mega happy, wie viel Feedback ich bekomme, dass die Leute profitieren davon. Und wunderschön, oder? Schönstes Geschenk. Aber es geht nur, weil ich hier bin. Danke, Antje. Weil ich hier bin, weil ich spreche. Weil ich mit meinem Pyjama hier sitze und eine Strickjacke angezogen habe. Weil ich eine Message habe. Und weil ihr auch eine Message habt. Und die darf raus. Die muss raus. Und ihr werdet es merken. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sich auch für den Kurs angemeldet hat. Sie hat gesagt, ich spüre es so und ich habe den Kurs gemacht und Speaker-Kurs gemacht und das gelernt und hier mich weitergebildet. Und alles ist, sitzt in mir. Ja, genau. Und das muss raus. Du hast es für einen Sinn gemacht. Anke, I love you too. Für einen Sinn hast du das alles getan, ja? Und dieser Sinn zeigt sich jetzt hier in dieser Situation, in dieser Krise, um rauszukommen. Ich freue mich auf die, denen ich helfen kann, weil sie in den Kurs kommen. Ich freue mich auf die, die hier weiter jeden Morgen dabei sind und die Arbeit machen, meditieren, Quanten gehen, denken, fühlen und die Welt verändern. Und das ist für mich das größte Geschenk. Und weißt du was? Das Leben wird mir andere schöne Dinge bringen, die sich genauso anfühlen wie das jetzt, dass ich euch das geben kann. Und ich muss nicht wissen, was es ist. Ich kann es mir vorstellen, was es ist, weil ich auch hier wieder die Intention rausgebe, was hätte ich denn gerne, wie hätte ich es denn gerne. Aber wisst ihr was, eigentlich ist es mir egal, weil ich weiß, es wird schön sein. Es ist wie Weihnachten, ob jetzt da ein tolles Geschenk, wie das Geschenk unter dem Baum aussieht, das mir die Freude bereitet. Ich lasse mich überraschen. Also ihr Lieben, das ist der Sonntag. Ich freue mich wirklich. Kontaktiert mich. Ich habe nicht wahnsinnig viel anderes zu tun, als heute mit euch in Kontakt zu gehen wegen dem Kurs, der am Dienstag startet. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen langlaufen, wie gestern auch. Aber sonst habe ich Zeit für euch. Also ihr Lieben, bye und danke für die Herzchen. Tschüss, tschüss. Schön, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank.